Guten Morgen. Ja, willkommen bei der Chaosfamilie. Die Mutti ist einkaufen. Ich habe hier gerade mal die Küche vom Müll befreit und es liegt immer noch alles voll. Das ist unglaublich, was sich hier immer alles ansammelt, was hier rumliegt. Gestern war mal faul am Sonntag, da haben wir, wie gesagt, nicht viel gemacht. Daher seht ihr, ich habe nur dieses kleine Video für euch. Kleinteile, Ringe und so, das muss ja alles weg. Ansonsten schnappt sich das ohne, steckt sich das in den Mund und das wart. Dann ist es weg. Das ist nicht gut. Alles voll. Überall liegt Zeug. Gut, jetzt frühstücken wir. Dann fahre ich zu meinem Juwelier. Und dann bin ich im Laden. Guten Morgen. Magen. Magen. Die Marlies ist vom Einkaufen wieder zurück und findet es sehr entspannt, einkaufen zu gehen in der jetzigen Situation. Nee? War das anders? Ja, ist natürlich schon komisch, ne? Wenn alle mal 1,50 Abstand versuchen, um dich rumzuhalten und man dann an so einem Käseregal ansteht, weil da schon zwei Leute stehen vor einem. Das Problem war, dass die auch gerade die ganzen Ware eingeräumt haben. Na, man hier permanent, ja. Aber das war so voll, du kommst mit dem Wagen ja nicht mehr durch die Gänge durch. Also musstest du sowieso rumschlawenzeln. Da Nächstes stand Mal. auf einmal jemand vor dir. Nächstes Mal wird gesperrt. Achtung, wir sperren, es gibt Ware. Der meint, sie ist nach Erkner gefahren zum Einkaufen. Da ist es total leer. Wir können dich da ausziehen, oh, oder wolltest du noch mal raus, hä? Süß, das Kleine. Hab ich schlecht geschlafen, ey? Die sagt dir das. Wegen dem Mädchen? Wegen dem Mädchen? Drei Mädels in einem Bett und dann Skadi, die mich die ganze Zeit auseinander nimmt. Und immer aufdeckt, immer aufdeckt, immer aufdeckt. Und ja, jetzt Brauchst ja. Jetzt ja, doch. du gar Ja, nicht mehr. doch. Die ist eiskalt, kannst du vergessen. Die ist ein Eisklotz. Na, zum Schluss hast du konditioniert bekommen. Hast du dann auf jeden. Ja, die schlafen gut, ich schlaf schlecht. Die ganze Zeit bist du am Gucken, fällst du runter oder nicht, wirst du aus dem Bett gedrängelt. Dann an der Haare gezogen, kein Platz. Sind sie zugedeckt. Furchtbar. Wie gesagt, jetzt noch schnell einen Kaffee, einen frühen Kaffee und dann muss ich ab. Richtig zu tun zum Zeitplan. Macht nichts, das war auch nicht berauschend mit Oni-Boni. Die kriegt ja eine Dauerinfusion nachts. Was sagt Mama da? Ja, und wenn nicht, dann ist sie total sauer. Was Mama sagen da? Frühstück beendet. Also, ich fahre gleich zum Juwelier jetzt und dann ist das schicki. Oh, ich freue mich richtig. Ja, das ist mal wieder endlich wieder raus aus dem Alltag so. Ja, die Geschäfte bereiten sich gerade auch richtig vor, merkt man. Überall sind schon wieder so Lichter an und. Oh Mann, ey, die müssen ja alle mal durchputzen. Die haben jetzt einen Monat zu gehabt, ey. Ich habe die Nacht total Probleme mit meinem Auge gehabt, ey. Bist du nicht mehr Ja, mein Auge macht mich wahnsinnig gerade. Das ist so kaputt wieder. Meine Frau fällt auseinander. Hey, wir sind wieder im Auto unterwegs. Kannst kaum glauben. Mal gucken, ob er anspringt jetzt nach 3 Wochen Stillstand. Na komm, na komm, na komm, na komm. Aber wie, als hätte er drauf gewartet. Jetzt fahre ich dich erstmal zur Westfälischen Straße. Warte mal, wo müssen wir überhaupt jetzt lang? Wir fahren bestimmt hier hinten rum irgendwie. Gucken wir mal. Ich bin da, ich gehe jetzt drin. Ich habe einen Parkplatz gefunden. Wahnsinn. Hier am Kudamm direkt ist echt ein Wahnsinn. Werde ich berichten.
Oh Mann, man verquasselt sich ja immer. Hallo? Hallo? Ja? Ich bin jetzt gerade losgefahren, also pünktlich schaffe ich es nicht mehr. Ja? Also musst du ihm dann mal den Schlüssel rausgeben, ja? Warte, er ist schon da? Musst du einfach mal aufs Fenster gucken. Wenn er da ist, gibst du ihm den Schlüssel und... Ja, das war's. Ich bin auf dem Rückweg, bin jetzt gleich auf der Autobahn, Stadtautobahn, aber ich brauche bestimmt noch 20 Minuten halt. Okay. Bis gleich. Lieb dich. Super. Ciao, ciao. Tschüss, mach ich. Aber der Verkehr ist echt wenig geworden. Gegenüber, was hier normalerweise los ist, auf der Stadtautobahn, ist das echt mau. Gut für mich. Insofern. Tippitoppi. So schnell war ich noch nie hier. Von Kudamm bis hier. Wahnsinn. Ich hab alles geschafft, was ich wollte. Yay. Und bin noch fast. Fast pünktlich. Gut, ich komme eine Viertelstunde zu spät circa. Das ist nicht toll. Aber das ist okay. Und noch ein gutes Werkzeug habe ich gekauft. Ich habe ein Werkzeug gekauft, um Uhrengläser einzusetzen. Um Plexis einzusetzen. Und schwupps, bin ich zu Hause. Ja. War sicher schön ausgesucht, ja? Hm? War sicher schön ausgesucht. Was? Ja, dich hier hingestellt und mal wegbleiben hier. Naja, ist gerade oben. Da sollte man gleich von vornherein eine Tonne drücken. Gott, was ein billiger Sch. Dir geht's so gut. Hm? Dir geht's so gut. Mir geht's zu gut? Ja, ich sag dir mal, du, dir geht's zu gut. Weißt du, wie edel das ist, wenn du den Scheiß in deiner Hand hältst, wenn du in Honduras im Dschungel bist und noch ein Fahrrad fahren kannst? Da ist das Zeug, was du in der Hand hast, da denkst du dir, boah, boah. Also ganz ehrlich, mit so einem Scheiß würde ich nicht nach Honduras fahren. Nein, weil ich dafür irgendwo Ersatzteile kriege und die ich kann nicht von Luxus-Deutschland ausgehen. Nein, du bist da und siehst ein Fahrrad. Und das Einzige, was er reparieren muss, ist das Teil, was du in der Hand hast. Schlimm genug. Ich hab's schätzen gelernt. Jede Mühle. Und wenn sie noch so eiert und ratscht. Fahrradfahren ist so geil, viel geiler als Fußgehen. Da gebe ich dir ja recht. Aber recht hier? Recht ist was für Rechtsanwälte, du. Ich bin auch ein Scheiß, sag ich mal. Ach ja, achso, ich hab meine Getränke oben. Ja, dann Alter, dann machst du das Ding einmal auf, hör mal, und schon funktioniert nichts mehr. Ja, das ist so, ne? Das wiederholt sich. Immer auf der linken Seite ist. Mhm. Ja. Wie soll das gehen? Und ich so probiert und so probiert, ja. Bis ich dann jetzt mal darauf aufmerksam wurde. Es gab Ständer, die hatten das beidseitig. Ja. Und der hier ist abgebrochen. Nur wenn ich das so dran mache, wie es gehört, ja, kann ich es nicht festschrauben alleine, weil der Auspuff drückt es zu weit runter, als dass ich die Schraube, die dann da oben festgemacht wird, ja, festmachen kann. Also werde ich das jetzt mit deiner Hilfe oder Tommys Hilfe einer eben anheben, Tommy's dann die Hilfe. Schrauben. Okay. Berühmten Tod. Alles klar, ja, habe ich schon rausgehört in dem Moment. So, das. Da wollte ich aber nichts kaputt machen. Manchmal kennst du, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Tage, wo du so, du denkst, du weißt, wie es geht und machst es dann und dann machst du noch mehr kaputt. Ja. Eigentlich fühlst du schon, dass du heute die Finger von lassen wolltest. Also, so ging es mir.
Teil, was eigentlich da drin festgeschraubt sein sollte, ist jetzt nicht mehr da. Ich hoffe, es liegt im Handschuhfach. Wenn nicht, dann. Hast du noch eine vernünftige Frage? Genau. Ach, und der Ständer ist wieder hier. Naja, deswegen ja. Deswegen kommt er auf jeden Fall nochmal. Ja, wahrscheinlich kommt er, genau, wegen dem Ständer. Wegen dem Reifen, das ist also Quatsch. Gut, einen Kaffee habe ich dir organisiert. Kommt gleich. Ja. Mit seiner komischen Sachsennarbe sollte ich ihm umschrauben. Hat ihm gesagt, klar, Service 35 Euro, Umschrauben 15 Euro. Fuchs ist er dabei, Wein zu teuer ist er gleich, ja. Wie Umschrauben? Na, Inlet aus der Innennarbe rausholen, in das andere Hinterrad einbauen. Aber Service. Naja, also 35 Euro reichen, wenn er alles bringt. Weißt du? Weil 35 Euro ist ein Arbeit zerlegen und zusammenbauen und im Grunde genommen wieder ins Rad auch einbauen. Wenn er jetzt pur mit dem Laufrad kommt und du nur die zwei Schrauben lösen musst. Er hatte zwei Laufräder bei eins mit einer Arbeitskette, also erst ausbauen müssen. Ja. Putzen, sauber machen. Na, mit Service, also mit, und in mit, die andere mit Narbe, Service. Und in die Narbe dann wieder einbauen in die andere. Aber mit Service. Ja. Na, meiner nicht. Meiner war nämlich schon. Meine Nacht war um 6 Uhr vorbei. Hm. Willkommen in meinem Leben. Meine Nacht fing um 2 Uhr an. Mhm, meine auch. Und war locker um 6 vorbei. Da ich jetzt. Tommy, ich brauch deine Hilfe. Ja, ich komm. Irgendwie bin ich ja tatsächlich so da. Ich hab nicht genug Power. Bitte hör doch mal auf jetzt. Der Wind hat es dir nicht umgebracht. Nein, die Lagerschale wurde schief raufgeschraubt. Das sind ja nur Probleme mit dem Scheiß, ey. Kann doch nicht sein. Ja, guck dir das doch mal an. Hier ist das Gewinn, da hast du noch einen Gang, hier hast du noch drei Gänge. Was machst du denn jetzt damit? Na, ich wollte sie abschrauben und gerade aufsetzen, aber ich krieg sie nicht weitergeschraubt. Nicht weiter abgeschraubt? Ja, genau. Das ist aufgeschraubt. Fehlt's mir an Power. Ja, bin ich auch schon hier. Wegen dem Gewindegang kaputt machen willst du? Ja, aber wieso gerade auf? Du kriegst es doch nicht anders geschraubt, als ich das jetzt abschraube. Kriegst du es nicht mehr anders aufgeschraubt. Einfach nur nachstellen und gut eigentlich, weil. Na, den schraub wieder fest. Fett habe ich drin gedrückt. Keine Chance, weißt du? Du kriegst es ja gar nicht anders hin. Einmal kaputt ist kaputt. Warte mal, lass mal. Lass mal los. Oh. Lass ich den mal gehen. Ach so. Ja. So, was waren hier noch? Zum Ach, hör auf jetzt. Peter Schraube hier. Ich brauche mehr Kraft. Ganz ehrlich, ich habe einen Tennisarm. Ja, Luxusprobleme. Ein Tennisarm ist ein Luxusproblem. Ja, ich durfte zu lange nicht arbeiten und habe deswegen zu viel vor dem PC gesessen. Jetzt unser persönliches Lösemittel. Löst alles! Naja, außer dass die Narbe rasselt ohne Ende. Ja, ich hab. Hast du einmal geschmiert schon? Nee, wa? Nein. Und schaltet? Zwei Gänge kann ich spüren, der Rest nicht. Ist okay, der ist fest. Nee. Der muss nochmal nachschauen. Okay, muss locker. Immer, dass die immer so locker sind, die Dinger. Fest. Macht viel aus. Tit. Ich krieg den Lenker nicht mal bewegt. Ach so, auch noch. Das war ja auch noch. Stimmt. Na dann auf den Boden damit. Nochmal probieren.
Steuer setzt ja immer noch viel nach. Da wird höchste Zeit, dass der mal bewegt wird, der Lenker, wenn er sich so anfühlt. Aua. Weiter. Ja, ich sag nur, mit so einem Tennisarm ist das echt ätzend. Den haben wir. Kannst du mal den da fixieren mit dem Band hinter dir oben? Ein Traum. Hände frei. Noch hat es nicht geflutscht. Ja. Jetzt aber. Okay. Also, Steuersatz ist tot. Das ist ja auch nicht, dass der nicht greift. Der greift aber zum Punkt, bis es so ein bisschen schwerer wird und dann rutscht es wieder raus. Steuersatz muss ich tauschen. Aufschreiben, Steuersatz tauschen. Und der braucht eine neue Klingel, hat er mir gesagt. Das ist natürlich jetzt super, ey. Und du kannst da mal in den gebrauchten, in den Kisten für gebrauchte Lampen, kannst du mal nachgucken nach so einem Frontscheinwerfer. Ja, Kisten für gebrauchte Lampen. Ach, du weißt es doch, ein bisschen kennst du dich doch aus hier. Also, liebe Leute, das übliche Chaos ist hier ausgebrochen. Ich habe natürlich für das Hollandrad hier eine Nexus-Narbe bestellt, komplett. Weil sie komplett genauso viel kostet, müsst ihr euch mal vorstellen, komplett kostet die genauso viel, wie als wenn man nur die Getriebeeinheit kauft. Und man hat noch ein paar Teile mehr für Umme mit dabei. Nexus 3-Gang 168 mm Einbaubreite. Beim Hollandrad müsste eigentlich ein bisschen mehr rein, ist aber nicht drin. Also was soll ich machen? Gut, hier haben wir eigentlich einen ziemlich hoffnungslosen Fall. Das Lager vorne, die Gabel ist verbogen. Der Steuersatz oben ist ausgerissen. Das Gewinde an der Gabel oben ist kaputt. Das merkt man daran, also ist einmal hier die Steuersatzschale, die greift nicht mehr, die obere, und auch die untere Schale lässt sich nicht mehr abschrauben. Deswegen, Steuersatz ist hinfällig eigentlich, die Schale, der Gabelschaft ist hinfällig, die Glühbirne, gut, ist kaputt, das ist was Einfaches, natürlich, können wir machen. Die Kette war zu lang, die haben wir jetzt gespannt, auf alle Fälle erstmal, und geschmiert. Hinten das Licht ist noch defekt. Da leuchtet nur an der Seite diese Seitensicht-LED. Leuchtet an der Seite, sind aber drei drin. Drei müssten funktionieren. Die Haupt-LED funktioniert nicht. Und rechte Seite ohne mehr. Muss auch getauscht werden. Der Vorbau war festgegammelt. Den haben wir jetzt gelöst bekommen. Eine Klingel hat da jetzt neu. Die Schaltung funktioniert. Aufgepumpt ist es. Ansonsten war hier erstmal nichts dran zu machen. Steuersatz können wir nicht machen. Und Gabel auch nicht, weil wir das erst in Absprache mit dem Kunden machen müssen. Die Lampe vorne, natürlich, das Licht wird repariert. Die Lampe hinten schaue ich mir an, baue ich auseinander, gucke, was da los ist. Soweit, so gut. Jetzt kommt erstmal der Kollege, der Nachbar hier dran. Dem sein Rad werden wir jetzt hier mal einspannen. Dann habe ich ja gesagt, hier gestern ein Video gemacht. Ach, das habt ihr jetzt noch gar nicht. Bekommt er heute 1, 2, 3 Videos oder so. Das Laufrad ist fertig, kann verkauft werden. Muss nur noch mal richtig schön sauber gemacht werden, natürlich. Ne? Eigentlich wäre hier das richtig komplett ausspeichen, neu einspeichen. Richtig schön sauber machen. Richtig fein einspeichen. Das wäre toll. Mit so einer schönen Rigida DP18.
und das Hans Lutz muss ich heute ja auch noch fertig machen. Eine Menge zu tun, lassen wir es liegen. Jetzt machen wir erstmal den Holländer hier mit der offensichtlich zerballerten Hinterradnarbe. Die gucken wir uns ja auch gleich an. Bauer aus, ihr seid dabei. Hollandrad Hinterradausbau. Hier bitte hingucken, bitte alle hier hingucken. Nicht immer hier zu den Mädels nach nebenan. In die Umkleide. Nee, nee. Warum geradeaus? 3. Noch ein bisschen Gas machen jetzt. Da hält sich dann noch mit so Kleinigkeiten auf. Geht natürlich nicht. Einmal ab. Einmal. Und zweimal ab. Mit 15er Schlüssel jetzt die Achsmutter lösen. Das erscheint mir alles ein bisschen knapp hier mit dem Hinterrad hier tatsächlich. Welches hier original eingebaut ist. Also ein Zentimeter mehr wäre total stattlich. Jetzt ja kaum Gewindegänge hier. Schaut mal, hier. Also ein halber Zentimeter auf der Seite mehr, ein halber Zentimeter auf der anderen Seite würde dem Rad gut bekommen. Ist aber nicht. Haben sie echt so eine knappe Narbe drin? Was soll man machen? So ist das. Kann man nicht ändern. Denn. Und da ich jetzt hier, ich habe ja das bestellt, jetzt was hier drin war. Wir schauen mal, kriegen wir das so hin. Vielleicht nehme ich einfach eine Scheibe raus hier. Ganz locker lösen. Kettenspanner lösen. Laufrad nach vorne, Kette runterheben. Laufrad nach hinten nehmen. 17er Eisen und öffnen. Eine haben wir. Zweite haben wir. Dann will ich auch nur wieder rein, Bestritt. Ja, wieso? Ja. Es werde Licht. Ja. Und es ward Licht. Genau, 4 plus. Die Einstellschraube ein bisschen nachjustiert und bremst. Ich versuche nur den Defekt jetzt hier rauszufinden. Das wäre ja mal schön, wenn man jetzt hier erkennen könnte, was, woran. Also, ein Kollege von mir hat sich an der Siebengangnarbe probiert, hat es auch geschafft, sie wieder zusammenzubauen. Hat danach auch wieder funktioniert, hat eine Woche gedauert, bis er den Siebengang wieder zusammen hatte. Ein anderer Kollege hat mit der Dreigang hier bescheidene 3 Tage gebraucht. Mhm. War allerdings komplett zerlegt. Funktioniert jetzt zwar auch wieder, aber wie gesagt, das ist also den Arbeitsaufwand nicht wert. Ich weiß auch nicht, was ich hier euch zeigen soll. Ich baue jetzt von einem aufs andere Rad um. Mehr mag ich da ruhig. Kein lange die Wiese.
schmerze natürlich nur die neuen Teile, bis auf die alte Narbenhülse. Unser Freund. Was? Die Rohlaufnahme funktioniert nicht? Was schicken wir ein? Genau. Keine Kompromisse. Na komm schon. Und wenn es sich um eine Sachsenhabe handelt, ist das ja kein Problem. Na, das geht allemal. Komm schon, du olle Klinke da. Mann, jetzt komm schon, ey. Na, also. Das ist das Schwere, nämlich. Diese Klinken da. Mhm. Dafür gibt es ja diese Halteringe. Die so. Mhm. Das habe ich geschenkt gekriegt. Hab die Wartung gemacht. War ja nicht viel. 70 Milliliter Öl auf beide Holme nachfüllen. Zu geil. Federn wieder einsetzen. Zuschrauben, fertig. Ja, macht Spaß sowas, wa? Ja. Und die klappert nicht, die schlackert nicht. Perfekt. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, na gut, die Gabel passt vom Alter her zum Rahmen. Ja, ist zwar die einfachste. Ja, ich glaube, die liegt einfach drin verbaut. Was soll der Geiz? Also da dürfte jetzt nicht dran sein an der. Das hier kommt auf den Gebrauchtbazar. Weg, weg, das ist alles. Asche! Asche! Asche, Asche. Können wir ein bisschen wegräumen hier. Kettenspanner bitte nicht mehr einbauen. Die Narbe ist zu knapp bemessen. Okay. Also tatsächlich die Narbe, die drin war. Wenn ich mich jetzt nicht vermessen habe, ich habe die ja gestern extra ausgemessen, ist nämlich nur 168. Wo habe ich denn? Messschieber da auf der Werkbank. Ja, 168. Die habe ich wohl bestellt. Nur 178 wäre aber besser gewesen. Ah ja. Also haben sie aber von Hause aus so eingebaut, Zeug machen. Das ist das halt. Wieder geklappt war. Nee. Okay. Einmal frei. Das halt fest. Das fest. Ja. Halt fest. Picobello, weg damit. Nix. Oh, moin, moin. Das Riesenrad, ey. Bitte an der Sattelstütze einhängen. So Leute, weiter geht's. Und zwar hier mit meinem Sauerbeitrag. Und zwar geht das in ein wunderschönes Laufrad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achtfach. Ich klops. Oh, Bremswille hier. Bremse. Bremszug. Alles schlecht. Kraft haben wir ohne mir. So, Hinterrad raus. Steckachse, Schnellspannachse raus. Du musst es scheinen kann. Nee, muss ja nicht. Die Ärzte sind leer. Wirklich? Okay, also mal ist halt hoch. Arzttermin, also wieder. Um Himmels Willen.
Jetzt dahin, wo sie alle hingehen. Kannst vergessen. Hier nehme ich ja nicht alle hin. Vor allem wollen sie jetzt nämlich alle gerade arbeiten. Wenn dann jetzt Termin und gleich hin, sobald er feiert. Und die meisten sind der, du sagst ja, keine Erkältung, du wirst immer gefragt. Erkältungserscheinung, siehst du, sehen es. Ich muss ja zum Auto gehen. Achso, ja, gut, mal nicht so. Alle mal hin. Und der war total leer. Vorgestern eine kleine Downhill-Übung gemacht. So, wo sind die falschen? Jetzt kann man nur noch das Laufrad reparieren. Und hier drin ist den Freilaufkörper. Freilaufkörper zerlegen und reparieren. Schon mal gemacht? Nee. Hm. Wenn es so klebrig ist, dann ist es doch kein Wunder mit den Sperrklinken und Alpe. Ah, nee, nicht wirklich. Eigentlich nicht kaputt da drin, außer das ist natürlich jetzt schon sehr lange so gefahren worden. Ich. Oh, ey, wie gleich, guck mal, wie Gummi. Ja. Genau, mal gucken. Zack. So, also Kohleschlüssel. Das kann er mal weg. Die Seite, auf die schlechte Seite, auf die Seite, dann löse ich das. Jo, ey, wie geht das zu verkaufen, ne? Ja. Hast du noch andere Kinderräder? Tommy? Na, wenn... Kinderräder? In der Größe nicht. So, ressourcenschonend arbeiten heißt das jetzt hier. Das ist die Devise. Ich halte auch fest, du machst. Ach, doch. Jetzt schauen wir den Freilaufkörper ab. Jetzt guckt der Achim ja nicht zu. Achim, jetzt guckst du ja nicht zu. Also Achse ich raus, dann habe ich hier mit dem Inbus den Freilaufkörper ab. Mhm. Im Grunde genommen ist ja hier alles, das andere ist ja eigentlich noch in Ordnung. Könnte man ja jetzt auch einen neuen Freilaufkörper kaufen und daran bauen. Hier sind jetzt einmal noch Kugeln drin, da muss man aufpassen natürlich, dass die Platten nicht rausfallen. Ja, ich weiß, die normalerweise 80 Stück. Nein, also ich meine jetzt hier die Lagerkugeln, die hier die Kugeln. Zwingen kann man sie nicht. Also das Fett hier drin, das Problem ist, das Fett hier in dem Freilaufkörper ist extrem verharzt. Da ist nichts mehr zu löten. Jetzt hole ich mal die Murmeln hier raus, die da noch drin sind. Mein erster Fahrradkauf, eine traumatische Erfahrung. Zack. Kugeln raus, erst dann kann man hier diese Schraube entnehmen, die den Freilaufkörper festhält. So, und jetzt wird's interessant. Jetzt versuche ich hier diese Kappe hier ab, diese Schutzkappe hier abzumachen. Da ist aber jemand bockig. Ja. Ach, das ist alles nicht. Das ist, ich bin da so entspannt mittlerweile mit Kindern und Einkaufen. Wie gesagt, ein traumatisches Erlebnis. Mein erstes Rad. Ich habe so ein Trauma davon. Gut, wir haben diese Abdeckung ab. Mehr oder weniger ein bisschen Schutz soll es sein, aber es ist alles verharzt. Alles verharzt. Es muss alles schön sauber gemacht werden. Jetzt kommt der komplizierte Teil. Und zwar, wie kriegt man das da raus? Da gibt es ein Spezialwerkzeug, welches man auf dem freien Markt überhaupt nicht bekommt. Wie kann man sich da helfen? Ja. Es gibt ja auch Shimano und gut. So ist ja nicht. Ja, da steht dann aber entweder XT oder XTR drauf. So, ich baue mir ein Werkzeug. Wir bauen uns ein Spezialwerkzeug.
Wir bauen uns ein Spezialwerkzeug. Ja, an dem zu tun mangelt es ja mal fast gar nicht. Ja, Standard-Dreigang-Farbe, nur Kettenwechsel. Von innen kann man nicht ja immer wieder, einfach muss man ja nicht um eine Ecke. Ich habe gedacht, die kann nicht so wunderschön biegen, machen, tun. So, jetzt. Wieder zusammenpuppeln. Ne, zusammenpuppeln nicht, sondern auseinander erstmal. Jetzt kommt der Moment, wo alles auseinanderfällt. Und man sowieso alles neu kauft. Achso. Oh, hier aber die wunderschönen 1 Million Teile. Es ist ein Trauerspiel. Keine Murmel mehr drin, oder was? Doch, hier geht. Eigentlich müssten das vorne und hinten genau 40 Stück sein. Insgesamt. Auf alle Fälle ist hier definitiv eine zu wenig drin. Könnte man denken. Also nicht wahllos auseinandernehmen hier, weil hier am Ende sind ja auch noch mal welche drin. Das ist ja doppelt gelagert, das gute Stück. Die sind mir zu schmal, die Nase. Aber wir können natürlich sowas hier nehmen. Das ist natürlich ideal. So, jetzt macht man das drin. Oh, das ist so eine Kleistersoße, die wir hier machen. Und entkleistere. Ja. Ja, die Problematik steckt nämlich hier in diesen Klinken. Das ist alles super verharzt. Und diese Klinken verharzen. Und die sind aber noch schön scharfkantig sogar. Die sind nicht kaputt. Die sind scharfkantig, aber verklebt, richtig verharzt. Das sieht man hier. Und dann sind es auch nur... 15. Kann ich gar nicht loben. 16, 17. Ich kann das nicht loben, 18, gerade. 19, 20, 24 Stück. Das sind nur 2 Klinken? Ja. Und dann so angeordnet, Kinders? Alter, wenn ihr euch das als Kreis vorstellt, ich mach mal die minimalen Mikrometerscheiben hier weg. Und auch schon in der Einheit. Wenn man sich das als Kreis vorstellt, das Ganze. Dann gehört hier eine Klinke hin, richtig, da eine Klinke, aber eben natürlich auch noch hier eine Klinke. Aber die fehlt. Ja. Also die ist gar nicht für vorgesehen tatsächlich. Hier ist keine Geschichte, dass hier eine Klinke reinkommt. Die Aussparungen sind ja größer hier für die Klinken. Das ist eine Frechheit. So was auf den Markt zu schmeißen. Na, Wegwerfprodukte halt. Ja, aber das nervt mich akut. Das ist unsere Zeit. Also, wenn ihr denkt, der Freilauf ist hinfällig, denn da habt ihr meistens so recht. Nicht. Ist er nicht. Aber das war er schon beim Kauf, ja. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, ihr habt recht, aber es war er schon beim Kauf. Vor allem hier diese Klinken, da wo die Klinken drin sitzen, das Auswaschen, das ist ganz wichtig. Wenn er da irgendeinen Popel verjässt, dann harzt das sofort wieder voll. Ja. Einen spitzen Schraubenzieher nehmen, drin, fertig. Der ganze Grind muss raus. Ja, am besten halt mit Waschbenzin. Ich habe jetzt gerade keins mehr. Muss ich mir auch wiederholen. Der Gumpf muss raus. Es spricht doch nichts dagegen, hier eine dritte reinzumachen. Nein. Ein bisschen eine stärkere Feder. Die brauchst du denn halt. Die ist eh zu schwach dimensioniert, die klackert ja gar nicht richtig. Merkst du ja immer. Könnte man jetzt auch machen. Die Klinken sind ja gleich, aber man könnte jetzt natürlich eine schöne, straffe Feder drin machen. Oh Mann, das bringt mich auf eine Idee. Oh. Vielleicht sollte man echt so eine fette Feder reinmachen. Ja,
klackert dann aber trotzdem nicht lauter. Bum, 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 bum. Lauter als die hier. Kannst ja mal, nimm mal das neue. Das ist ja ein Nadelneut. Nimm mal, dreh mal durch. Da klackert auch nicht. Hört sich an wie ein Schwamm. Was ist denn das? Da wird mir übel. Bist du jetzt schon verharzt, weißt du? Nur nach dem Motto. Also mit anderen Worten, man kann alle tunen. Mikrometerscheiben. Das sind, wenn der Freilaufkörper wackelt. Sind die dafür verantwortlich, dass die abgelaufen sind. Wenn man einen billigen Freilaufkörper hat, nehmen wir den da, den neuen. Mal her. Der dürfte von Hause aus schon wackeln. Obwohl er neu ist. Vielleicht kriegt man das hier kaum mit. Na, jetzt, weil er nicht drauf ist, kann ich nicht so wackeln. Aber Minimalspiel hat er schon. Mikrometerscheiben. Wenn die abgelaufen sind, ein bisschen so, dann noch eine mehr drunter machen gleich, wenn man es wieder zusammenbaut. Ansonsten so lassen. Okay, Klinken sind drin. Geölt. Jetzt kommt das Spannendste. Die ganzen Dinger da wieder drin machen. Ist schon alles im mikroskopischen Bereich hier fast. Uhrwerke kann ich schrauben, mal. Das Namen da ist auf, gibt's ja nicht. Und es klackert wieder. Ob es jetzt wert war, sei mal dahingestellt. Scheiße. Aber es läuft wieder, wir können es zusammenbauen. Wenn man es ein bisschen geübt ist und vernünftig den Arbeitsplatz nur für Kugelgeschichten hat, dann ist das doch alles kein Hit. Also, bin ich der Meinung. Das kratzt ja auch ein bisschen an meinem Stolz, ne? Wenn ich dann sowas überhaupt nicht mehr hinkriege hier. Freilaufkörper repariert. Das ist jetzt, oh, Tommy, also ist ja wirklich uneffektiv ohne Ende. Jo, ist es. Gebe ich zu. Offen und ehrlich, man muss auch der Wahrheit ins Gesicht sehen. Das ist nicht nur uneffektiv, das ist. Staut sich ja auch auf. Dafür fangen wir morgen dann früher an. Ist ja auch was. Wo ist denn jetzt das Hinterrad? Hier. Aber sie spart eigentlich ein bisschen Geld. Regulär müsste man ja fast mehr nehmen. Ist ja ne, Handarbeit und so. Wisst ihr Bescheid? Handarbeit kostet. Ja. Wieder was Sinnloses. Freilaufkörper. Naja, wie gesagt, sinnlos ist es ja nicht. Aber eben was billigen Freilaufkörper hier zu reparieren, ist das wirklich. Achso, Mensch, die guckt ja gar nicht mehr hier. So, jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfekt, perfekt, perfekt. Achtung! Geräuschen. So muss ich das anhören. Das ist doch was. Natürlich rechnet sich das jetzt nicht mit der Zeit. Mann, bau doch die Schlüssel richtig ein. Natürlich rechnet sich das jetzt nicht mit der Zeit, die ich jetzt dafür gebraucht habe. Aber normalerweise braucht man ja auch nicht so lange. Wenn man da ein bisschen Übung drin hat, dann ist man auch ruckzuck fertig damit. Ich habe mich jetzt ein bisschen blöd angestellt, das war halt ganz einfach. Aber so geht's. Und ich habe auch das Werkzeug ja nicht zur Hand, deswegen habe ich mir behelfsweise ein Werkzeug gebaut. Ganz kurz, das muss ja alles nicht sein, wenn man das alles da hat. Man schraubt das auseinander, macht die, stößt die Kappe raus, setzt das Werkzeug an, dreht auf, nimmt alle Kugeln, macht alles sauber, wäscht alles aus mit Waschbenzin und fertig ist. Dann hat man da keine Probleme mehr.
so wie ich das jetzt gemacht habe, so ein bisschen total improvisiert. Macht der Kinder, macht der Kinder. Ich bin soweit, das ist fertig. Kassette kommt wieder rauf und dann kommt das Hinterrad hier wieder hin und das war's. Okay, also, läuft. Also für das, was es ist, ist es jetzt perfekt. Also macht es gut, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, sagt der Tommy. Ich hoffe, auch heute war was Interessantes mit dabei, auch wenn es total wenig war, aber so eine kleine Information über Freilaufgeschichten ist ja schon mal nicht schlecht. Was ich gemerkt habe, ist, dass man vielleicht, beim nächsten Mal werde ich auch diese Kugeln vom Freilauf im Grunde genommen mit eher leichtem, ganz Leichtlauföl oder so schmieren. Man muss halt sehen, es gibt da bestimmt, es gibt da ein, mit Sicherheit ein bestimmtes, ganz bestimmtes Fett, was man da nehmen kann, weil ich finde, das, was ich jetzt genommen habe für Kugellager, für normal, das ist zu schwer tatsächlich. Also das ist dafür, glaube ich, nicht so geeignet. Es gibt 100% irgendwas dazwischen, was wirklich perfekt ist. Muss ich mich erst belesen? Man weiß ja nicht alles. Prost. Aber dann werde ich das ideal Schmiermittel dafür irgendwann haben, auch hier. Und dann kann ich auch mal so einen Freilaufkörper vernünftig so richtig perfekt machen. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy.